Adrian Knuppe, die meisten Spieler von der Nationalmannschaft sind im Ausland tätig. Zum Teil in grossen Vereinen, aber in grossen Vereinen auch auf der Bank. Ist das eine Problematik, je nachdem für den Köbi Kuhn, so einen Spieler richtig können zu beurteilen oder auch zu berücksichtigen? Das war eine grosse Problematik, die wir hatten, unter anderem nach der Weltmeisterschaft, dass wir etliche Spieler hatten, die nicht regelmäßig gespielt haben in ihrem Verein. Und wir haben Spieler aufmerksam gemacht, wir haben sie angehalten, dass wenn sie den Verein wechseln, jetzt im Sommer, dass sie sich sehr genau überlegen, wo gehen sie hin, dass sie nicht nur den Verein aussuchen nach dem Geld, sondern dass sie wirklich auch schauen, dass sie die Möglichkeit haben, zum regelmäßig spielen. Wir haben den Eindruck, das ist bei vielen passiert. Wir haben nicht zuletzt auch einige, die in die Schweiz zurückgekehrt sind, aus dem Grund, weil sie wirklich Perspektive Neuro gesehen und eben auch die Wichtigkeit gesehen, dass sie regelmäßig spielen wollen und müssen spielen. Und da glaube ich schon, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben in die richtige Richtung. Der Ludovic Magna zum Beispiel, Captain von der Schweizer Nationalmannschaft, hat einen sehr schweren Stand in Stuttgart. Er spielt zwar meistens, aber hat sehr starken Konkurrenzkampf dort. Und trotzdem ist er irgendwie ein Leader in der Nationalmannschaft. Wenn so ein Spieler mal nicht zum Einsatz kommt, hat er dann auch die volle Unterstützung vom ganzen Team, vom Köbi Kuhn, vom Michel Bon? Ja, also der angesprochene Mann ja auf jeden Fall. Er ist ein arrivierter Spieler. Er hat sich in einer schwierigen Situation bei Stuttgart durchgesetzt. Das ist uns im Prinzip fast am liebsten, wenn einer nicht frühzeitig die Flinten ins Korn wirft, sondern sich durchsetzt. Das hat er gemacht dort. Er ist mittlerweile dort recht unbestritten. Und er ist ein Führungsspieler auch in der Nationalmannschaft. Ein wichtiger Spieler, der einen positiven Impuls bringt. Und auf ihn werden wir sicherlich setzen. Den Ludovic Magna haben wir jetzt angesprochen, dann haben wir andere Spieler wie den Alex Frey, der sicher eminent wichtig ist. Welche sind so die zentralen Figuren in der Nationalmannschaft, sozusagen? Da hat man einen gewissen Stamm, auf die lässt sich bauen. Welche Spieler sind das? Sind das drei, sind das vier, sind das fünf oder sogar mehrere Spieler? Ja gut, das sind natürlich schon die du jetzt auch angesprochen hast, unter anderem Manjen, Alex Frey als Captain und Vize-Captain, die da ganz entscheidende Rolle spielen. Und wichtig wird natürlich sein, dass wir in absehbarer Zeit auch den sogenannten Stamm finden von wirklich vier, fünf Spielern, die Mannschaft auch tragen. Das sind meistens zentrale Spieler. Ganz wichtiger im Moment ist sicherlich der Philipp Senderos. Das heisst im Moment schon länger auch. Gökhan Inler spielt sich immer wie mehr in den Vordergrund in einer zentralen Rolle. Also da haben wir noch ein bisschen Zeit, aber ich sage, ab dem neuen Jahr müssen wir dann dort wirklich eine Formation finden, auch eine Stammformation, wo die Mannschaft kann tragen. Das eine ist natürlich der Zustand der Nationalmannschaft, wie sie spielt. Sehr erfolgreich in den letzten Match, auch wenn man vielleicht gegen Japan in der zweiten Halbzeit nicht so gut ausgesehen hat, aber die erste Halbzeit sehr hoffnungsvoll. Man sieht, dass die Mannschaft ein klares Gesicht hat, auch eine klare Taktik. International spielt die physische Komponente eine enorm wichtige Rolle. Hat man da noch Möglichkeiten, irgendwie noch mal einen Schritt, vielleicht noch mal 5% vorwärts zu machen? Dort haben wir sicher noch Potenzial. Das ist etwas, wo wir sehr intensiv im Prinzip mit jedem einzelnen Spieler daran arbeiten. Wir haben die Spieler getestet, wirklich sehr intensiv, auf Schnelligkeit, auf Ausdauer, und wir geben ihnen wirklich auch entsprechende Trainingsprogramme, individuelle Trainingsprogramme mit auf den Weg, wo sie sollen umsetzen, nicht wenn wir eine Nationalmannschaft zusammenzug haben, sondern in ihrem Verein. Und das ist eine sehr grosse Aufgabe, dass sie dort regelmäßig Zusatztraining machen, um ihre persönliche Fitness weiter zu verbessern. An der Weltmeisterschaft in Deutschland, die ja noch nicht so weit weg ist, hat man die deutsche Nationalmannschaft gesehen mit dem Jürgen Klinsmann, dem Jogi Löw und dem Oliver Bierhoff, sozusagen praktisch als Dreierteam extrem in der Front, auch auf der Bank. Wo darf man Adrian Knupp an der Euro erwarten? Auch in der Nähe von Köbi Kuhn, ganz in der Nähe vom Team, als Bestandteil auch nach außen, dass man so auftritt? Also grundsätzlich versuche ich schon sehr nah bei den Trainern sein und auch beim Team. Während dem Spiel oder während dem Match haben wir es bisher so gemacht, dass ich auf der Tribüne sitze. Das gibt ein bisschen eine andere Sichtweise, durchaus auch interessant. Und ich bin dann in der Pause jeweils in die Kabine gegangen. Mhm. Man hat sich dort kurz austauscht, weil man sieht das Spiel schon ein bisschen anders von der Bank oder eben auf der Tribüne. Und ich denke, wir werden mal so weiterfahren und dann das neu beurteilen. Adrian, was natürlich jeden interessiert,
Wer ist Favorit für die Europameisterschaft und was siehst du natürlich selber deine Mannschaft? Es ist noch relativ schwierig, zum jetzigen Zeitpunkt schon die Favoriten zu bestimmen, weil einige natürlich da noch wirklich im Qualifikationskampf sind. Also so die grossen Nationen wie Italien oder Frankreich, da ist mir noch nicht ganz so sicher, qualifizieren sie sich auch. Aber ich rechne grundsätzlich mit diesen Nationen und die werden dann sicherlich auch zum Favoritenkreis zählen. Deutschland sicherlich muss man auch sehr stark beachten. England glaube ich auch, Holland. Es hat so viele Namen, die man da grundsätzlich nennen kann. Und für uns ist es wichtig, dass wir mit denen mithalten können. Und daran zweifle ich grundsätzlich nicht. Aber es braucht eine überzeugende Leistung. Es muss, glaube ich, jeder von uns über sich herauswachsen, damit er hier bestehen kann. Wir können zuversichtlich sein, was die Nationalmannschaft angeht. Das ist die erste Sendung auf Team TV. Ich bedanke mich recht herzlich. Wir sehen uns wieder in 2 Wochen.